Hey, seht ihr das? Das ist ein Sticker-Star Easter Egg. Das ist ein Toad. Hieroglyph-Ding, Gemälde, weil Sticker-Star hat auch sowas. Ja, Mensch, Dusty, willkommen zurück zu Paper Mario, die Origami King. Und wir sind heute mit hoffentlich besserer Laune da, ne? Denn wir sind in der Sandpapierwüste. Die ist ziemlich lila. Und, naja, wir kommen nicht hier ran, so. Wir sollen jetzt die Einheimischen fragen, was auf diesen komischen... was die Schriftzeichen halt bedeuten. Wir können die Sprache halt nicht. Olivia ist angepisst deswegen und ich falle die ganze Zeit gegen Wände. Und ich glaube, das hier hat man schon im Trailer sehen können. Oh ja, meine Freunde. Im letzten Part haben wir nämlich die Türme gesehen. Da sind nämlich random Türme und oh lol. Jam City. The fuck? Warum denn Jam? Oder Charm City? Ich weiß es nicht. Oh, sieh nur, so grell, so hell. Als wäre die Nacht erwacht. Ich bin eine richtig gute Dichterin, oder? Nein. Hallo. Verzeihung, hier ist ein VIP-Eingang zur Research Hotel. Nur Hotelgäste mit Schlüssel haben Zugang. Aha. Verzeihung, das ist ein VIP-Eingang zur Wüste. Schoß, das gleiche wie da drüben sagt. Ah ja? Was mit dir? Parkplatz frei für Stehmobile. Einfach abstellen und ab draußen. Achso. Ja, chill. Das ist zwar jetzt nicht perfekt geparkt, aber... So, das ist doch besser. Hallo. Willkommen, Sniff City, eine Oase von und für Sniffetzaschen, aber irgendwas anderes. Hier hast du mal einen anderen Namen für diesen Ort gehört, den kannst du vergessen. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. Bei so vielen Einwohnern müsste sich doch jemand finden lassen, der uns mit diesen seltsamen Zeichen helfen kann, Mario. Das sieht mir aus wie so eine richtige Gangsterstadt, ne? Oh lol. Ich höre. Einen Toad? Einen... Nein? Da. Da? Nee? Nee. Okay, dann ist doch kein Toad hier. Also zumindest mal nicht genau hier. Ich denke mal, dass der irgendwo anders sich im Raum befindet. Ich meine, hier ist ja auch noch ein Sniffer, der wahrscheinlich da hochgehen möchte. Hallo? Zu schwach, ich will richtig abheben, stärker. Ho! Kann ich nicht so... Nö, okay. Muss ich von der anderen Seite machen. Wir sind ja überall nur Stimmels. Oh, Zubehörhändler, hallo. Elex, extra günstig, ich verkaufe Zubehör. Das ist gutes Zubehör. So mehr fällt mir nicht eine Chargenberger. Silberabwehr plus. Ja, gönnen. Gönnen. Weniger Schaden, ne? Hot an der Stelle. Muss man wieder aktivieren bestimmt, ne? Silber KP plus. Liebend gerne nehme ich das an. Und dann sehen meine Augen schon etwas sehr, sehr Schönes. Und zwar versteckter Blockglocke. Kühle ich, wenn ein versteckter Block in deiner Nähe ist. Heftig an der Stelle. Weil das hier, das hat mir Kubo schon ein bisschen, ja nicht erzählt, aber hat das ein bisschen angespielt, dass es irgendwann noch eine Hilfe geben wird. Um auch die Fragezeichenblöcke zu bekommen. Und das, finde ich, relativiert das Ganze wieder, ne? Dass die Blöcke schwer versteckt sind, finde ich, ne? Wenn hier so eine Suchaktion, ne, dass man das erlaubt. Das finde ich, ja, das finde ich nice, glaube ich. Hallo. Nachts ist das Wasser so schön, also eigentlich immer so ohne Sonne. Sad. Kann ich nach hinten hier? Nein. Komme ich von da hinten irgendwo hin? Oder irgendwo auf andere Wege? Ich weiß noch nicht. Oh, hier ist vielleicht ein Toad. Bam, bam, bam. Toad? Nein. Habe ich jetzt eigentlich den Fragezeichen-Dingens? Den wollte ich gar nicht aus, ich wollte den Toad behalten. Und sonst bum, bum. Perfekt. Jetzt sind wir richtig stark. Apropos stark, ne? Die Angriffe hat alle mit. Ja gut, das bringt momentan sowieso nichts, ne? Ja, dann kann ich das so lassen, ne? Okay. Gehen wir mal in das Häuslein rein. Mal gucken, was es hier so gibt, ne? Ah, Hallöchen. Hier war niemand, also bin ich einfach reingezogen. Keine Miete und einen erlesenen Teppichauswahl. Ah ja. Ist denn hier irgendwie etwas, was mich interessieren könnte? Oder wie das einfach Alupapier ist, ne? So Alufolie einfach, hey, wie gut. Als Spiegel. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Okay. Dann tschüss. Die Musik, ist richtig interessant. Nice. Schneiß. So. Ich rieche immer noch einen Toad und ich glaube, dem geht's nicht so gut.
dem Sniffet-Boy hier. Ist was los? Hallo? Lass dich von mir nicht stören. Ich lass mich von dir auch nicht stören. Will ich meine Sniffets beim Beschniffen vom beim Betten belästigen Manieren haben manche Leute. Bam. Lol. Der kriegt ja nicht mal ein, der Arme. Ich hab dem geht's echt scheiße. Ja, ja. Dann geht's richtig scheiße. Wo ist jetzt dieser Kacktoad? Hallo? Ich hinter dem Schild. Hab ich's, kann ich's eigentlich lesen? Untersuchen. Du kannst das nicht lesen. Ich muss die Sprache erstmal lernen. Ne? Wahrscheinlich kommt dann irgendwann die Nachricht, die ich kann es ja lesen so. Wäre funny, ne? Wäre funny. Ja. Kann ich irgendwie hier was machen? Oh. Ja, da habe ich irgendwie nicht gerechnet, aber lell, dass es geht. Das schreit schon nach Toad. Hallo. Da war echt eines, das habe ich gar nicht gemerkt. Dieses Versteck war Gold wert. Richtiger Markus-Spruch. Gefällt mir. Huh. Wow. Lol. Das waren ja echt Items. Ich dachte mir eben noch so, ey, das sieht ja aus, als wären das echte Items. Hä, wundervoll. Colorhammer, Feuerblume, Glitzerfeuerblume natürlich. Und ein Toad. Hallo. Oh, danke. Ich war hier seit einer Gewichtheit gefangen. So behandelt man keinen VIP. Jetzt muss ich erstmal in meiner luxuriösen Villa einen Toad holen. Kommt ihr mal vorbei, dann zeige ich mich erkenntlich für meine Rettung. Ah, das ist bestimmt der Typ mit der Schatzkiste, ne? Komm mir jetzt bloß nicht mit, ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt, haha. Bin ich nicht funny? Ich bin funny. Ich frag mich sowieso, was machen die Sniffets denn da hinten? Was es überhaupt ist, ne? Ich meine, das ist ja nicht einfach nur ein Sniffet-Town, das ist bestimmt mehr als das, ne? Hi, ich mach mal deine Töpfe kaputt, ne? Wie geht's? Ein Reisender, willkommen in unserem kleinen Wüstenparadies. Sie müssen müde sein von der langen Reise. Vielleicht möchten Sie sich in unserem wundervollen Luxushotel erholen? Ich stehe in keinerlei Verbindung mit dem Hotel und erhalte auch keine Provision. Oh nein, keineswegs. Das klingt so, als würdest du Provision bekommen. Ich meine ja nur. Bam, bam, bam. Okay, auch nur Zeug. Zeugs. Kann ich das lesen? Wüsteninfoschalter. Aha. Der Wüsten-Infoschalter also. Ich sehe schon. Aber ich finde das nice immer noch, wenn ich es mal so sagen darf nochmal. Ne, oder darf ich das nicht mehr sagen? Darf ich es jetzt nicht mehr erwähnen, weil ich es einmal erwähnt habe? Hallo? Wie geht's Ihnen? Du bist nicht der einzige Besucher in letzter Zeit. Bin mir ziemlich sicher, dass er sein Toad war und kein Stupid komischer Kauz. Chill mal bitte. Und der liest die Schrift da hinten oder kann das... Oder sind mal jetzt sag mal nicht, dass die Snippets das auch nicht lesen können. Kannst du das lesen? Ich weiß aber, dass es wichtig ist. Er kann es auch nicht lesen? Ich dachte wenigstens, dass die Einheimischen das dann lesen können. Ich rieche einen Toad. Hallo. Du bist kein Toad. Der komische Toad mit dem seltsamen Hut stellt eine Menge Fragen und scheint sich für alte Sachen zu interessieren. Aha. Ich habe in letzter Zeit nur einen einzigen Toad gesehen. Er ist wohl im Hotel. Komischer Typ. Die Treppe hat nichts Besonderes, ne? Okay. Wir können zwar hier unten hergehen, ne? Aber dann bleibt die Frage immer noch da, ne? Warum? Ich meine, wir haben hier zwar den Sitzplatz, ne? Zum Heilen. Bräuchte ich aber gerade nicht, ne? Werde ich aber trotzdem tun. Hallo? Kann ich jetzt irgendwie... Bum, bum. Ach, daneben einfach hauen, okay? Hallo, Toad. Hast rein noch einmal Schlag, Mario. Respekt. Also müssen wir irgendwie ins Hotel kommen, ne? Hier ist auch was gewesen. Ja, hier, das ist ein Toad. Das ist ja offensichtlich, ne? Hallo. Na? Oder ist er wütend? Ich sah euch eine Blume, war innerlich jedoch total verdorrt. Zeit, den Spieß umzudrehen. Aha. Hallo. Woher soll dieser Ort mal anders gewesen haben? Chum City. Jedenfalls war er verlassen, als wir Sniffets gekommen sind. Ja, es findet das behalten. Ach so. Okay. Aber in welchem Sinne jetzt? Wie darf ich das verstehen? Im Sinne von... Da war vorher keiner und das war alles aufgebaut oder ihr habt das so aufgebaut? Was für ein friedlicher Teich, er ist so still und unbewegt, fast wie ein Spiegel. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie hilfreich sein kann. Irgendwie macht das was, ich weiß es noch. Ich weiß es doch schon. Ah, auch ohne Sonne ist es ja echt hell an diesem Ort. Ich hätte hier kriegt niemand da ein Jäger ein Auge zu. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Habe ich da schon gegengeschlagen hier? Den Mast? Okay, das ist einfach nur Mast. Okay, okay. Dann, hier. Eine Bar. Oder eine Tanzhalle oder irgendwie sowas.
Chum City Laden und DJ Toads grubige Platten. Der Laden rechts ist der beste. Aha. Gehen wir erstmal hier hin in den Laden. Ohne Besitzer und ohne Toads. Münzen. Bitte, ich möchte Münzen haben. Okay, dann halt nicht. Gib mal keine Münzen. Ist hier was drin? Okay, einfach nur Schnipsel. Wie eh und je. Je, je, je. Aber dann möchte ich erstmal nach ganz links gehen. Weil da ist irgendwie so ein Schlüssel im Dingbum. Im Schlüsselloch ist irgendwie ein Schlüssel. Ich weiß nicht warum. Ach ne, es ist einfach nur eine Tür. Okay. Okay, cool. Aha. I see. Eine Schatztruhe, die wir wahrscheinlich nur von rechts erreichen können, ja. Das wäre ja nicht dieses Löchlein. Fies und gemein nennt man das. Fies und gemein. Freunde. Okay. Die DJ Toad Disco. The fuck, hier ist ja niemand. Ich habe mit einer richtig krassen Bühne gerechnet. Da ist ein Toad. Ich helfe dir, mein Freund. Hi. Besten Dank. Komm, jemand kauft noch Musik auf Disc. Ich dachte, ich muss wie immer so bleiben. Bin sowieso überrascht, dass es den Laden noch gibt. Meistens ist der Besitzer gar nicht da. Ob es dem gut geht, ne? Wir werden es nicht wissen. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann erfahren, ne? Aber vorerst schnorren wir erstmal uns den Schatz hier. Gönn mal bitte. Was? Schnipselsack. Fuck, ich hab, also erstmal, es ist ja lustig, dass es so Schätze gibt, was einfach manchmal so Gegenstände sind oder Sachen, die man gerade gesehen hat. Mega random, ne? Aber das war jetzt auch komplett random. Vor allem, ich hab damit dann früher gekriegt, so als Nummer 66 den Schnipselsack, ne? Mhm. Hätte rechnen können, dass er früher kommt, ja. Okay, die Treppe ist kaputt. Da finde ich jetzt aber nicht so cool so. Aber okay. Münzelchen. Ja, nö. Das wird nichts, ne? Den müssen wir wahrscheinlich irgendwie reparieren oder sowas. Dann gehen wir mal hier zu den Kollegen. Hallo. Willkommen im Palast zu Sniff City Reisen, ja. Aha. Sehr schöner Palast. Oh, ist das toll. Wir haben uns ganz schön abgemüht bisher, oder? Verdienen wir nicht mal eine Pause mit Zimmerservice? Ach, das ist das Hotel. Ich, bin gespannt. Komm ich nicht hier rüber? Ich muss, glaube ich, von der Treppe aus dahin springen, ne? Das hier, das ist wahrscheinlich von, komme ich von innen. Also so wirkt es, ne? Kann ich? Ich komme nicht dahin. Ja, wie soll ich denn sonst dahin kommen? Wahrscheinlich mit der Schrift an der Wand, ne? Würde ich jetzt denken. Weil hier so nicht. Also vielleicht kann ich irgendwie. Bin mir unsicher. Naja, gut. Da ist noch ein Snippet. Hallo. Wenn alle vier Lichter gleichzeitig die Fassade anstrahlen, das ist schon ein toller Anblick. Wenn du meinst. Aber okay. Ach so, doch, ich komme doch hier hin. Warum ist das rot, das eine? Okay, hat nichts zu bedeuten. Okay, hat echt nichts zu bedeuten. Was ist das jetzt hier? Eine Verbindung? Weg damit. Eine Münze, wundervoll. Ich kann hier runterspringen, ne? Aber wollen ist nicht drin. Also muss ich sowieso noch mit dem Typen hier reden, ne? Hallo. Also irgendwie vertraue ich dem, der nicht so ganz Shape mit der Lampe aufgebaut hat. Warum? Nimm mir einen Grund. Ich würde es gerne wissen. Aber gut, wie du meinst. Kann ich denn, was ist das überhaupt? Hallo? Eröffnung demnächst. Warum steht da ein L drauf? Für Luigi oder was? Ich habe das Gefühl, dass Luigi sich irgendwie angezogen hat als Toad. Ich meine, wenn er ja von Toads erzählt, der Typ hier vorne gerade. Okay. Gehen wir mal in dieses wunderbare Palästchen rein, ne? Okay. Der Typ verletzt sich auf meiner Liege. Er verletzt sich doch, ja. Und ja, ich weiß, dass es doch da noch eine andere frei ist. Ekliger Wanker. Geh weg. Boah, wow, ist genau meine Musik. Ich kriege von meiner Umgebung fast gar nichts mehr mit. Fiesling. Kann ich irgendwie. Okay, nein, da komme ich nicht so einfach hin. The fuck, wie gut einfach. Was hat denn der in der Hand? Ich weiß es nicht. Aber okay. Akzeptiere ich mal sowas mit dir. Hallo? Gib dir den mal. Er surft auf dem Springbrunnen. Wo hat der überhaupt das Surfbrett her?
Keine Ahnung, du, da fragst du den Falschen. Nach rechts komme ich, ja. Irgendetwas ist in dem Laden hinter dem Hotel komisch. Du weißt schon, der mit der Lampe. Warum braucht der so lange, um aufzumachen? Ich frage mich, wo die anderen Ladenbesitzer sind. Ich tanze, wie ich will, mir doch egal. Was geht ab? Hast du einen Musikwunsch? Oh, warte, ich nehme keine Musikwünsche an, zieh ich ab. Hä? Was für ein Wackling? Ich mit dir. Kann ich, nicht irgend... Finde ich gut. Okay, hier ist hier noch was? Kann ich... Oh ja, ich kann... Ich kann ja echt hier hin. Hallöchen, ist hier noch was? An dem Rädchen kann ich leider nicht drehen. Perfekt. Dann... Aha! Einfach ein... Radfratz, soll ich jetzt sagen. Gatterich. Die bekämpfen wir gemeinsam, aber ich glaube, wir haben noch keinen Gatterich in der Welt hier gesehen, ne? Außerdem... Oh nein, ich rieche schon. Okay, Gott. Gott. Ah doch, das geht trotzdem. Boom. Und boom. Nice. Dann dürfte ich die aber auch mit dem ganz simplen Hammerschlag zerstören, oder nicht? Weil die dürften nicht so viele Leben haben. Vor allem mit dem... Ich wollte sagen, mit den ganzen Upgrades, die wir jetzt haben, aber es ist Quatsch. Weil die machen ja kein Damage ab. Mal schauen. Bautz, 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 bautz. Siehst du? 18 Schaden mit einem normalen Schuh. Aua. Vielleicht bekommen wir irgendwann hin, 20 Schaden mit einem normalen Schuh zu machen, mit einem normalen Stiefel. Wäre toll, ne? Aber ich weiß nicht, wie viele HP Plus es gibt. Ich denke mal auf jeden Fall mal bis 200, ne? Das denke ich schon. Früher war das, glaube ich, so in Stickers Down Colors Play. Gab es, glaube ich, immer bis 100 und wir haben jetzt ja schon 100. Also über 100 ist ja so funny. Weil cool und so. Ist hier noch was? Ich will irgendwie hier auf die Kiste springen. Aber hier ist nichts, okay. Münzchen. Ach so, stimmt, das Rädchen da oben konnte ich ja nicht drehen. Kann ich aus dem Fenster springen? Nö. Benutz mal. Ach so. So, ne, ja, ja, klar. Okay, ich verstehe. Das Wasser ist aus. Ach, da hat er einen Schlüssel in der Hand? Sehe ich das richtig? Ey, yo. Surfer sniffelt. Menno, was ist mit meiner Wille passiert, hä? Naja, springen ohne Surfen ist sowieso schon out. Ich gehe auf mein Zimmer und surfe in der Wanne. Ey, bleib hier. Nein. Kann das sein, dass es tot ist? Oder ist wütend? Surfen macht nicht so viel Spaß, wenn man das Brett isst. Aber damit ist alles vorbei. Ich bin frei und niemand wird mich mehr ausnutzen. Ich bin schließlich für eine Konferenz zum Thema Investitionen angereist. Irgendwas mit den Pyramiden hier. Aber genug geredet. Hier, das ist für dich. Hä? Einfach ein Kapi Max Plus? Okay, nehme ich an. Habe ich nichts gegen. Oh, wie er lächelt, ne? Oh, wie süß. Gut, ich meine... Doch, wir haben schon mal einen Fünfer bekommen, ne? Sagt er irgendwas zum Wasser? Nö, okay. Also, der gerne die Plätze anderer Leute klaut, also gehe ich hier nicht weg. Ach, das ist ja der da vorne, ne? Mit dem Surfbrett. So, dann dürften wir hiermit jetzt rausspringen, ne? Was hast du hier? Hey, ich habe in diesem Chaos etwas gefunden, das dich vielleicht interessiert. Das ist an der Rezeption. Aha. Will ich das wirklich wissen? Ah, hier kann ich rausspringen, das will ich noch nicht. Kann ich vorerst mal schauen? Seht das da? Okay. Ist das Gefühl, dass hier jetzt Blöcke sind? Hallo? Toad? Warum steckst du hier drin? Hi. Ich habe eine Poolparty verpasst. Dann kannst du mich gleich wieder zusammenfalten, Mario. Ach, kein Problem. Ach so, der rennt weg. Ich dachte, er tanzt jetzt mit oder so. Aber die Partystimmung gefällt mir bis jetzt, ne? Okay, Jump! Je. Wie sieht eigentlich aus? Wir sind bei 19 Minütchen. Ja, das geht auch klar. Münzchen, finde ich schön. Und sonst brauchen wir nichts, ne? Aber wir müssen wieder rausgehen. Okay. Tja, und hier rausspringen, ne, das wird ja nichts auf das, you know what I mean? Aber gut. Dann würde ich sagen, auf geht's geradeaus weiter. Was, hier ist noch was? Ne, hier ist nichts. La 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 la. Hi ho. Ist das das Hotel? So. Ja, perfekt. Oh, der Arme. Ich hab 10 Mal in der Ende des Frühstücksbuffet verpasst. Oh. Oh, er geht einfach. Traurig, traurig. Hallöchen, mein kleiner Freund.
Willkommen, willkommen. Es ist wieder eine Freude. Es ist immer wieder eine Freude, Reisende zu empfangen. Leute sind hier momentan völlig ausgebucht, aber alternativ können sie in der Wüste übernachten. Ah. Oh, wir suchen gar nicht nach einem Zimmer, sondern nach jemandem, der seltsame Schriften lesen kann. Ist vielleicht jemand zu Gast? Ah, Professor Toad. Arbeiten Sie mit ihm zusammen? Er ist leider gerade nicht hier. Aber wenn Sie seine Kollegen sind, kann ich Ihnen ja ohne Bedenken seinen Zimmerschlüssel geben. Natürlich, gibt er uns ihn jetzt, ne? Natürlich, klar. Schlüssel des Professors. Der Schlüssel zum Zimmer des Professors, wo mag er stecken? Natürlich, ist ja legitim, ne? Ach, ich glaube, er denkt, wir arbeiten mit einer Art Toad-Professor zusammen. Das ist ein Glück, oder? Jetzt sind wir einem Professor, der gewiss die seltsame Schrift für uns lesen kann, ganz nicht auf den Fersen. Ich glaube nicht, dass es gehört hat. Ihn führt die Treppe hoch am Ende der Brüstung. Sie können es nicht verfehlen. Mehr habe ich nicht zu sagen, aber gewiss haben sie beide auch ohne mich genügend Gesprächsstoff. Natürlich. Hihi, ich kann es kaum erwarten, mehr über diesen geheimnisvollen Professor zu erfahren. Und das sagt sie jetzt laut. Honey. Hi ho. Siehst du nach ein Zimmer, dann geh zur Rezeption. Ich bin nur hier, um in der Lobby auf und abzulaufen. Wonderful writing an der Stelle, ne? Nee, das ist echt wundervoll. Oh, man kann in jeden Raum rein. Oh, hallo. Ein Automat. Ringtrainer, natürlich. Leider nicht der Ring-Fit-Trainer, aber naja. Hey, seht ihr das? Das ist ein Sticker-Star-Easter-Egg. Das ist ein Toad-Hieroglyph-Ding-Gemälde, weil Sticker-Star hat auch sowas. Keine Wanne zum Surfen, aber das macht auch Spaß. Sonst scheint hier nicht zu sein, okay. Akzeptiere ich mal so. Aber jetzt auch nicht, hier gegenüber sind auch Türen, ne? Nee, nee. Was mit dir? Dieses Hotel hat zu lange von der Stahlkraft seiner Wandgemälde gezerrt, wenn man mich fragt. Na gut, der Pull ist auch schon nicht übel. Ach so, sind nur zwei rum. Okay, ich dachte schon, dass es jetzt unendlich weitergeht oder so. Es hätte mir ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Was mit dir? Das neue Management nimmt rein gar nichts wegen des Lärms nebenan. Man hört das total, ne? Das klingt aber eher nach was anderem, ne? Als in einem Hotel. Jetzt hat man sich das Bett des anderen Nachbars bewegt, ne? Na gut, man kennt's, ne? Man kennt's. Wie auch da sitzt du und denkst so, oh, scheiße, nicht schon wieder. Immer diese Ronnies. Na gut. Dann ist ja rechts noch ein Gang gewesen, glaube ich, ne? Und dann suchen wir mal diesen Toad-Professor, der ja wahrscheinlich auch ein Partner sein wird, ne? Hat mir damals, glaube ich, auch schon im Trailer erahnen können, wo, was mich... Shogunland-Schlüssel. Dillun. Aber das bringt doch nichts, wenn ich meinen Schlüssel jetzt da rein tue. Toll, das hat geklappt. Wollen wir hineingehen und nachsehen, ob das Zimmer des Professors ist? Nein. Oh, das ist ganz nett hier. Möchte Zimmer... was? Ich möchte Zimmerservice. Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel. Und dieses Bett. Stilvoll, aber gemütlich. Hier könnte ich liegen und mich entfalten. Aber komm gleich rein, ne? Aufhören? Ah, aber wir haben wohl keine Zeit zum Entspannen. Big Gambo ist online. Hast du dir etwas, irgendwas gesehen, das uns helfen könnte, diesen Professor zu finden, Mario? Warum hat der Toad eine Krone auf? Wahrscheinlich ist es... Er hat das mal Toads gehört, das hier, ne? Forschungsbericht Tag X. Endlich ein Hinweis. Der Schlüssel zu dem Geheimnissen der alten Falter. Nämlich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Forschungsbericht Tag X. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von dem Sifford. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Sonnenaltar begeben. Was hast du herausgefunden? Sind das deine Aufzeichnungen? Ich kann seine Handschrift nicht erziffern. Also musst du mir helfen. Ist ja irgendwas darüber, wo er hingegangen ist oder ob er etwas mitgenommen hat? Das muss ich natürlich nochmal so erwähnen, damit man auch wirklich weiß, dass es Relevanz hat, ne? Absolut wichtig. Da ist ja gar nichts. Hallo? Lieber Toad? Was ist los? Wow, dieser Weckruf war der Hammer. Was für ein Service hier. Wie einfach stehen bleibt so, weil ich die Tür geöffnet habe. Das war jetzt aber zu viel für Origami King, ne? Er ist auch wieder... Entschuldigung, nicht so viel damit umgehen. Damit rumschmeißen. Sonst hier nichts mehr. Also scheinbar. Hallo, was ist mit dir? Weiß ich, ein alter Falter, irgendwer im Zimmer nebenan redet die ganze Zeit davon.
Die Wände hier sind viel zu dünn. Oh. Das ist natürlich nicht so gut, ne? An der Stelle. Kann ich mich eigentlich mit Steuerkreuz bewegen? Nö. Soll ich mal öfters mal schauen, was das macht, ne? Das vergesse ich nämlich oft. Tja, tja, tja. Gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, gehen wir nochmal upstairs, ne? Weil da sollten wir ja eigentlich hingehen, ne? Und dann müssen wir zu dem Sonnenaltar, ne? Ne, ne, ne? Hey, sieh das mal an. Ein riesiges Bild, die ganze Wand entlang. Unglaublich. Aber was ist das? Es sieht fast so aus wie ein Comic. Wollen wir es eine Comicwand nennen? Lass mal bitte. Da steht wieder was. Ah, und da sind wieder diese seltsamen Zeichen. Hoffentlich kann uns der Tod, den wir suchen, damit helfen. Diese Schrift scheint überall zu sein. Auch irgendwie total komisch, wenn man drüber nachdenkt, ne? Dass nur der Tod das kann, ne? Also, ist natürlich absolut klar, um was es geht, ne? Alle vier Türme, ne, alle Augen, müssen auf einen Punkt gerichtet sein. Sie müssen alle in die gleiche Richtung schauen, dann verbinden die sich, ne? Sprich, ein Turm schaut irgendwo hin und dann wird der Feuerpergamenton erweckt. Ja, auch nochmal, ne? Die stehen alle da und dann ist in der Mitte ein riesiger Toad. Kann ich es öffnen? Na, es hätte doch keinen Sinn gemacht. Verzeihung. So. Na, habe ich ganz vergessen. Wir haben ihrem Freund die Besenkammer. Was? Die Besen. Achso, doch, das war ein Joke. Haben ihrem Freund die Besenkammer ein besseres Zimmer gegeben. Es ist im Erdgeschoss in einer unseren Schnäppchen-TM-Suiten. Trademark, Schnäppchen-Trademark. Wie gut ist das denn? Tut mir leid für die Verwechslung. Oh, ich verwirre mich nicht gern, aber so eine Verwechslung ist kein gutes Zeichen. Ja, was ist jetzt hier? Kann ich trotzdem da reingehen? Oder jetzt sag nicht, der kommt wieder an. Nee, aber der andere Schlüssel. Hör mir noch rein. Schokoladenschlüssel. Nö, okay. Kommen wir dann nicht rein? Oder noch nicht rein? Wir wissen es noch nicht, ne? Aber was wir wissen, ist, dass wir zum Sonnenaltar müssen, ne? Der Sonnenaltar. Also? Würde ich auch sagen, gehen wir mal dahin. Lalalala. Aber da frage ich mich an der Stelle, ne? Müssen wir jetzt aus dem ganzen Zeug hier wieder raus? Ich meine, wir haben ja sonst keine alternative Möglichkeit, ne? Aus dem ganzen Zeug. Ich denke, wir müssen aus der Stadt raus, ne? Und dann zu dem Sonnenaltar. Würde ich aber sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Weil das muss ich ja euch nicht zeigen, ne? Nicht, nicht, nicht. Also, bis gleich. Okay, Freunde. Kleiner Kurswechsel. Wir können jetzt durch die Tore. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe mir nebenbei Abendessen geholt, deswegen. Das war der Sinn eigentlich der Pause, aber je. Surprise, surprise. Wir können doch hier in die nächsten Sandpapierwüstenabschnitte. Dann würde ich auch sagen, wenn wir auch erstmal das erkunden und so möglich wie es geht den Part beenden, sollte man essen kalt. Ich meine, ich kann die ganze Zeit hier so nom 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 machen, ne? Das geht ja auch wiederum nicht. Oh, ich sehe schon, dass wir wieder so hart hier die Schnipsel verschwenden werden, ne? Aber sonst, ne? Mein Toads. Das Ding ist halt, ich glaube auch, dass wir trotzdem zu diesem Sonnenaltar müssen, ne? Das bleibt bestimmt. Ich wollte eigentlich angreifen, aber dann zeig mir halt das Ding hier. Wow, noch einer. Ist das Größte bisher? Der Größte. Ich habe es falsch vorgelesen, es tut mir leid. Und es speichert aus immer, wenn man die Abschnitte wechselt, deswegen der Speicherpunkt da. Ob der vonnöten ist, ne? Wahrscheinlich schon. Was ist denn hier los? Fuck. Das sind ja komische Steinchen. Auch, what the fuck? Ach so. Akzeptiere ich jetzt mal so, wahrscheinlich hier auch, ne? Ja, ja. Also hat das was auch mit den Kakteen zu tun, in einer gewissen Weise. Hier sind noch ein Pocky, ne? Hallo? Da ist er. Da war er. Hahaha. Da schon wieder. Weg mit dir. Was haben wir hier? Etwas, was wir umfangen können, ne? Also aufpassen. Und abspringen. Hallöchen, Mr. Block. Was ist das? The fuck, der sieht ja aus Diamanten aus. Glitzerwurf. Haben wir krasse Kacke. Habe ich den eigentlich schon mal ausprobiert mit euch? Nee, ne? Den schmeißt man quasi wie einen Sprung, ne? Also man greift nur eine Reihe an, ne? Und ist deswegen quasi wie ein Eisensprung. Wahrscheinlich ein bisschen stärker.
danke dir, bin ich immer noch in der fernwestlichen Sandpapierwüste schon, oder? Ich wollte nur ein paar weniger bekannte Ruinen anschauen. Die Türme sind mir zu lieb. Ich mache gern mein eigenes Ding. Das waren alle Toads? Ja, aber hier nur, okay. Wollte gerade schon sagen, das wäre ja schon krass gewesen, ne? Und so plötzlich, vor allem, weil wir nicht mal hier neben den fernöstlichen, die haben wir nicht mal abgecheckt. So, haben wir jetzt jemanden hier? No. Sehen die mal den Sinn, warum ich jetzt hier reingegangen bin, wenn hier gar nichts war, ne? Ich würde jetzt einfach schätzen, wir gehen dann noch, ja, das schaffen wir, glaube ich, zeitlich noch. Wir gehen dann auch rechts jetzt rein, ne? In die fernöstliche Sandpapierwüste, ne? Aber dann gehen wir auch wieder. Also, dann gehe ich nicht nur Richtung Sonnenaltar, sondern ich beende auch den Part. Und dann gehen wir gemeinsam zum Sonnenaltar, ne? Von daher. Hier ist auch noch Stuff neben Toads, aber ich glaube, die kann ich einfach überfahren. Und dann befreie ich die schon, oder auch nicht? Was habt ihr denn jetzt? Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo die sind. Aber ich würde es schätzen. Da. Hallo? Ich weiß ja nicht mal, wie ich die rausziehen soll. Kann nicht mal nachgucken. Gefahr, graben Sie auf einige Verlassen. Ich kann ja nicht mal graben. Wahrscheinlich kommt das noch, ne? Okay, okay, okay. Merke ich mir. Ja, die sind wieder da. Hallo. Sind wir hier? Nichts. Doch, ein Toad. Hi, Toad. Oh Mann, warum stehen die immer da drin mit dem Kopf? Oh, danke. Was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Waren die als coole Deko im Hintergrund gedacht oder so? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind halt eher dafür da, um das Feuerpack immer zu holen. Wo ich tatsächlich jetzt schon, das ist mir nicht enthalten geblieben, ne? Kam irgendwie zu Ohren, dass der Feuerpergament irgendwie total kacke sein soll. Oder das Feuerpergament, ich glaube wohl eher das. Dass es total scheiße sein soll. Ich weiß zwar nicht inwiefern, ne? Aber ich gehe mal vom Kampf einfach aus, ne? Und da bin ich gespannt. Ich habe sowieso schon von Kuro und Gex gehört, dass es eine Stelle geben wird, wo du nicht, sag ich mal, in die Zukunft sehen kannst, oh lol. Hier werde ich Game Over gehen können. Toll, ich freue mich immer, wenn wir einen von diesen dürren Kerlen finden. Deswegen, ich habe Angst, weil es gibt nämlich ein Achievement, wie ich ja schon mal gesagt habe, dass du nicht Game Over gehst. Das geht natürlich schlecht, wenn es eine Stelle gibt, wo du Game Over gehen kannst. Und das ganz einfach, wenn du nicht aufpasst, ne? Hier ist wiederum auch nichts. Okay, gut. Dann würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, ne? Gönne ich mir noch einen Gabelschuh. Und dann verabschiede ich mich. Es tut mir leid, dass wir jetzt nur 33 Minuten gemacht haben, ne? Also die Origami-King-Folgen eigentlich eher lang machen, ne? Aber, ich glaube, das speichert jetzt. Ja. Aber, das geht ja auch nicht immer. Also 35 bis 40, das denke ich, geht klar. Also würde ich sagen, Freunde der Sonne, wir sehen uns, ne? Wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin. Nein, wir sehen uns wahrscheinlich dann im nächsten Part, ne, würde ich sagen. Also, tschüss, Sikorsky. Und bleibt münzig.